Danke, Herr Präsident. Geschätzte Frau Ministerin, werte Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen über das Kinderbetreuungsgeld und der Kollege Sieber hat schon gesagt, wir haben über den Antrag der Regierungsfraktionen relativ konstruktiv gesprochen, weil er auch sehr unbestritten war, nämlich dass man in einer hohen Inflation auch die Zuverdienstgrenze entsprechend anpasst, damit geringfügig Angestellte auch weiterhin entsprechend zuverdienen können. Was er nicht dazu gesagt hat, war, dass wir eine ganze Reihe von Anträgen, nicht wir, sondern das ÖVP und Grüne, eine Reihe von Anträgen zum Kinderbetreuungsgeld vertagt haben und dass, obwohl wir Themen bereits seit Jahren ansprechen, also die sprechen wir nicht seit einem Monat an oder seit zwei oder seit drei, sondern jetzt bei dieser Bundesregierung seit 4,5 Jahren, sich bei den Problemstellungen sehr wenig verändert hat. Und ich möchte das Bewusstsein schärfen, weil wir sprechen beim Kinderbetreuungsgeld nicht nur von der Familienleistung, auf die sich alle verlassen, sondern wir sprechen beim Kinderbetreuungsgeld auch auf eine Geldleistung, auf die Menschen, wenn sie eine Familie gründen, durchaus angewiesen sind. Und wir haben, wir kriegen als Abgeordnete, und ich habe das Ihnen, Frau Ministerin, auch schon in der Vergangenheit öfter gesagt, sehr regelmäßig Zuschriften, dass das System, das wir haben, nicht gut funktioniert. Der Kollege Sieber von der ÖVP wird nicht müde zu erwähnen, dass wir als Österreich unverhältnismäßig viel Geld für Familienleistungen ausgeben und dass wir stolz sind, dass das Geld bei den Familien ankommt. Es kommt nur nicht bei allen Familien an. Und da haben wir tatsächlich die Schwierigkeit. Und es ist keine Oppositionskritik, die man da mit einer Handbewegung wegwischen kann, sondern wir kriegen Zuschriften. Ich habe gerade heute wieder eine gekriegt von Betroffenen, die mit mir im Dezember schreiben. Beispielsweise ein Vater: Seit Juni 2023 schicken wir sämtliche Unterlagen für das Wochengeld, für das Kinderbetreuungsgeld für unsere Tochter an die SVS in dem Fall. Bis heute haben wir keine Aussicht darauf, dass es bearbeitet wird. Wir schicken es per Post, da geht es verloren. Wir schicken es per E-Mail, da sagt man uns, es kommt nicht an. Und wenn man dann bei Bearbeiterinnen anruft, sagen die entweder, sie sehen die Unterlagen nicht, sie kennen den Bearbeitungsstand nicht. Und der Höhepunkt ist, es war eine Dame, die als Unternehmerin in Österreich lebt, hier eine Familie gegründet hat, bei der SVS versichert ist und dementsprechend auch dort angerufen hat, sagt man, ja, wir müssen ja gerade bei Ausländerinnen prüfen, ob sie das System ausnutzen oder nicht. 6 Monate lang, ja, warten die auf eine Bestätigung, kriegen keine hilfreichen Antworten. Und wenn man das im Familienausschuss anspricht oder Anträge dazu einbringt, dann kriegt man weder eine Lösung für die Menschen, die unter diesem nicht funktionierenden System leiden, noch eine ordentliche Antwort. Und ein anderes Beispiel, um das auch ganz konkret zu machen, wenn das System nicht funktioniert, und das wissen Sie auch, eine alleinerziehende Frau, wo nicht Mann und Frau jetzt zusammen die Familie gründen, eine alleinerziehende Frau, wenn es da Probleme im System gibt, und es keine Möglichkeit gibt, sich beim Mann mitzuversichern und der Anspruch auf das Kinderbetreuungsgeld und die Familienbeihilfe dadurch nicht möglich ist, ist auch nach dem Mutterschutz nicht mehr krankenversichert. Stellen Sie sich vor, eine junge Mutter mit einem kleinen Kind, die nicht krankenversichert ist. Nicht, weil wir nicht viel Geld in die Hand nehmen, sondern weil die Kritik an dem, wo das System nicht funktioniert, einfach mit einer Handbewegung weggewischt wird. Und genau das können wir in Wirklichkeit als Abgeordnete nicht zulassen, dass wir viel Geld in die Hand nehmen und dass es nicht dort ankommt, wo es am dringendsten gebraucht wird. Ich würde mir wünschen, dass wir nicht nur konstruktive und einfach verständliche Anträge von Seiten der Regierung bekommen, die wir dann auch gemeinsam mittragen können, sondern auch, dass von Seiten der ÖVP und auch der Grünen auf die Punkte, die wir nennen, wo es ernsthafte Probleme gibt, auch ernsthaft eingegangen wird, weil es ist kein politisches Kleingeld, damit zu schlagen, dass junge Mütter, vor allem alleinerziehende Mütter, ewig auf ihr Geld warten müssen, nur weil man einfach der Opposition nicht zuhört. Vielen Dank.